Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie im vorherigen Video schon gesagt, möchte ich heute die Wellaflex Produkte vorstellen. Die habe ich von Wellaflex zum Testen zugeschickt bekommen und dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Danke Wellaflex zum Testen, freue mich da sehr drüber. Und zwar geht es um die Instant Volumen Boost Reihe. Das hier ist jetzt die Frau, die das so gesagt repräsentiert. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ja, so ein mega Volumen macht es jetzt nicht. Also, ja, ich habe, wie gesagt, die drei Sachen hier zum Testen zugeschickt bekommen. Das Haarspray, der Schaumfestiger und das Gelspray. Und die werde ich euch jetzt nach und nach vorstellen. Zu einem fange ich am besten mal an mit dem Haarspray. Das sieht so aus. Instant Volumen Boost, wie gesagt, 4. Also die Stärke 4 hat es. Und ich finde es wirklich sehr gut. Also als allererstes ist mir definitiv der Geruch aufgefallen. Der Geruch ist so, so gut. Also das glaubt ihr gar nicht. Der riecht so frisch und so nach Friseur. Also wirklich toll. Und ich habe dafür schon so, so viele Komplimente bekommen, dass ich gut rieche. Und ja, welche Frau möchte das nicht, Komplimente zu bekommen, dass man gut riecht. Und ich finde es wirklich ein sehr gutes Haarspray, es hält sehr gut, es verklebt nicht so sehr und es riecht einfach nur sehr, sehr gut. Also ich werde es mir definitiv nachkaufen, weil die Tuft Haarsprays mir ein bisschen zu sehr verkleben. Und das macht er eben nicht, aber die Locken halten auf jeden Fall länger. Und ja, ich kann ihn nur empfehlen, ich werde ihn mir auch nachkaufen. Und da sind 250 ml drin und er kostet 1,99 €. Dann kommen wir doch jetzt mal zu meinem Lieblingsprodukt der Reihe. Das ist der Schaumfestiger. Das ist jetzt die Stärke 3. Und auch da wieder der Geruch ist mega, mega geil. Er riecht einfach nur so göttlich. Was ich bei diesem Schaumfestiger so liebe, ist einfach, dass er nicht verklebt. Also ihr müsst nicht so stark aufpassen, wie viel ihr nehmt. Es ist einfach super einfach, mit dem zu arbeiten. Also ihr nehmt einfach ein bisschen was, knetet es ein oder in den Ansatz und gut ist. Also der verklebt wirklich gar nicht. Ihr müsst nicht so stark aufpassen, welche Menge ihr benutzt. Und er riecht super gut. Und für mich ist es wirklich der beste Schaumfestiger, den ich jemals hatte. Und ich glaube auch nicht, dass... Also ich glaube nicht dran, dass es noch einen besseren Schaumfestiger für mich auf jeden Fall gibt. Wenn ich meine Lockenwickler reinmache an den Ansatz, um mehr Volumen zu bekommen und da vorher den Schaumfestiger nehme, dann hält das Volumen wirklich sehr, sehr gut. Und auch um meine Locken zu definieren, finde ich den super, weil er eben einfach, wie gesagt, null verklebt, riecht super und ja. Also ich kann ihn nur weiterempfehlen, ich werde ihn mir definitiv nachkaufen. Da sind 200 ml drin, der kostet 1,99 € und der wird euch ewig halten. Also ich habe den schon so oft benutzt und ich habe nicht das Gefühl, da ist irgendwie viel raus. Also der wird mir ewig, ewig halten und ja, ich liebe den. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem Produkt, wo ich nicht unbedingt weiß, ob ich mir das nachkaufen würde. Das ist dieses Gel Spray. Für was ich es gut finde, ist jetzt zum Beispiel für Leute, die wie ich Naturlocken haben. Wisst ihr ja alle, die Naturlocken haben, dass man am ersten Tag immer sehr schöne Locken hat, aber am zweiten Tag die Locken wieder nicht so schön aussehen. Und wenn man da eben so ein bisschen drauf sprüht, also so höchstens zwei Sprüher und das dann so ein bisschen einknetet, dann definiert es die Locken auf jeden Fall ein bisschen und gibt denen ein bisschen mehr Sprungkraft wieder. Aber für den Ansatz jetzt für Volumen finde ich es jetzt nicht gut, weil da bei dem müsst ihr wirklich sehr, sehr aufpassen, weil er sehr, sehr schnell einfach fettig aussieht und auch sehr stark verklebt. Deswegen, naja, ich habe ihn auch mal bei meinen Lockenwicklern ausprobiert, das einfach, bevor ich die Strähne so gesagt einwickle, drauf zu sprühen. Aber da habe ich anscheinend zu viel genommen und dann haben meine Haare, die waren so mega verklebt. Also, ja, ich weiß es nicht so. Also für so alltägliche Locken, also wenn ihr dafür 2,79 € ausgeben wollt, für so, um eure Locken wieder so ein bisschen aufzufrischen, dann könnt ihr euch den definitiv holen. Wie gesagt, 2,79 € kostet der, 150 ml sind da drin und der hat auch wieder diesen total leckeren Geruch. Ja, also wenn ihr das für das benutzen wollt, dann könnt ihr den auf jeden Fall nehmen, aber jetzt so für Volumen oder sowas, nee, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, ob ich mir den nachkaufen würde oder nicht. Aber ist auf jeden Fall auch ein gutes Produkt, wenn man mal damit umgehen kann oder weiß, wie man damit umgehen muss. Dann ist es wirklich ein
Sehr gutes Produkt, das ist mir runtergefallen. Ja, das war's jetzt schon. Falls ihr Fragen zu den Produkten habt, schreibt es unten in die Kommentare. Also ich würde mir definitiv das Haarspray und den Schaumfestiger nachkaufen. Geht einfach mal in DM oder Müller und riecht da einfach mal dran. Oh mein Gott, das riecht so gut. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Dann beantworte ich die euch gerne. Und ja, dann war's es jetzt von mir. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!